Wir sind nicht allein und waren es auch nie. Alle Fragen sind geklärt. Ich möchte heute keinen Vortrag über ägyptische Geschichte halten. Das können die Ägyptologen weiß Gott besser als ich. Ich möchte meinen Finger auf einige wunde Stellen lenken. Dorthin, wo etwas nicht gehen kann oder wo wir ganz einfach in der Luft hängen. Folgen Sie mir in dieses faszinierende Land der Fragezeichen. Wer kennt sie nicht? Die große Pyramide in Gizeh. Solch ein fantastisches Bauwerk hat der Mensch noch nie gesehen. Und dann stellt sich uns die Frage, wer hat dieses Monument erbaut? Wer hat es geplant und umgesetzt? Diese Frage ist erlaubt. War es nun Henoch oder Cheops? War es ein Tempel, ein Kraftwerk oder ein Grab? Es ist eine Schatztruhe der Rätsel, das allergrößte Mysterium, das es je gab. Theorien nehmen kein Ende und die Fantasie geht mit uns durch. Manch ein Archäologe ist verblendet, wovor haben die nur solch eine Furcht? War es nun Henoch oder Cheops? War es ein Tempel, ein Kraftwerk oder ein Grab? Es ist eine Schatztruhe der Rätsel, das allergrößte Mysterium, das es je gab. Werden all die Forscher diffamiert, die etwas anderes vermuten, als der Zeitgeist, der hart regiert. Doch es gibt die Paläozeti und wir geben niemals auf. Wir lassen uns den Mund nicht verbieten, denn Argumente gibt es zuhauf. War es nun Henoch oder Cheops? War es ein Tempel, ein Kraftwerk oder ein Grab? Es ist eine Schatztruhe der Rätsel, das allergrößte Mysterium. War es ein Tempel, ein Kraftwerk oder ein Grab? Es ist eine Schatztruhe der Rätsel, das allergrößte Mysterium, das es je gab. Yeah.
verleugnen, ist in unseren Augen noch viel schlimmer. Das sind so viele Berichte von angeblichen Visionen. Schrieben unsere Vorväter noch von echten Himmelsreisen in andere Regionen. Sakara wird sich in die Luft erheben, in unseren Köpfen geht es nicht auf dieser sogenannte Vogel war niemals am Leben. Die Götter waren Astronauten und ja, sie konnten fliegen. Der sogenannte Vogel von Sakara ist bemannt, in den Himmel aufgestiegen. War niemals am Leben. Diese Sorgen bis heute noch für Streit. Von Schlangengöttern ist die Rede, von Wächtern und Ritualen. Was an der Lampentheorie bereitet euch noch solche Qualen? Nichts für den Pharao. Gemeinschaft hatte Zugang zu den Wissenschaften. Kein Spielzeug für die breite Masse. Soweit die harten Fakten. Was wäre, wenn sie es konnten und für die Nachkommen bewahrten? Als ein Geschenk der Götter ist das die Antwort, auf die wir alle warten. Nicht für den Pharao. Die Ähnlichkeiten sind unbestreitbar. Elektrizität bei den Pharaonen. Doch das Thema bleibt unangenehm und unantastbar. Pharaonen, öffentlich für ne Licht. Der Prinzessin der Antike richteten Skulptur. Er hatte einen rätselhaften Traum. Was bedeutete dies alles nur? Grab mich aus, und dann sollst du Pharao werden. Befreie mich von Sand und Staub, und du wirst ein großer Herrscher hier auf Erden. Der Sphinx wacht über die Pyramiden, so ist es immer schon gewesen. Doch wer hat ihn errichtet? Dazu gibt es nicht viel zu lesen. Grab mich aus, und dann sollst du Pharao werden. Befreie mich von Sand und Staub, und du wirst ein großer Herrscher hier auf Erden. Geben. Doch
bis heute sind wie verborgen. Verlüftet sich dieses Geheimnis? Vielleicht heute, vielleicht niemals oder doch schon morgen. Grab mich aus und dann sollst du Pharao werden. Befreie mich von Sand und Staub und du wirst ein großer Herrscher hier auf Erden. Darüber streiten die Experten über das Alter und die Bedeutung. Wachen stets die hochmögenden Gelehrten. Grab mich aus und dann sollst du Pharao werden. Befreie mich von Sand und Staub und du wirst ein großer Herrscher hier auf Erden. Die Beschreibung, wie sie in der Kabbala seht, gibt es fast keine Zweifel mehr, dass es sich um eine Maschine dreht. Manna vom Himmel, weiß wie Schnee und täglich neu, ein Wunder Gottes oder Produkt einer Maschine, dem Uralten der Tage, gespeist von nuklearen Energien. Manna vom Himmel, ein Wunder Gottes, oder Produkt einer Maschine, dem uralten der Frage, gespeist von nuklearen Energien. Hotel im Herzen Kairos und ich war allein.
In die Bar, da kam ein schräger Vogel rein. So viel Gold sah ich noch nie an einem Mann. Wie im Traum sprach ich ihn an, ob er mir bei etwas helfen kann. Pharao, wenn du sie gesehen hast, sag mir wo. Pharao, mein Herz, mein Kopf, mein Bauch, alles vermisst sie so. Ich sie nie wieder gehen. Und er sprach, hör auf zu suchen, denn wer liebt, der findet dich. Und plötzlich steht sie da im hellen Licht. Als sie fragte, mit wem ich gerade sprech, sagte ich nur, na mit ihm. Aber keiner außer mir hat ihn gesehen. Pharao, wenn du sie gesehen hast, sag mir wo. Pharao, mein Herz, mein Kopf, mein Bauch, alles vermisst sie so. Sag mir wo. Pharao, mein Herz, mein Kopf, mein Bauch, alles vermisst sie so, ich sowieso. Pharao, hilf mir sie zu finden, dann schwör ich dir. Pharao, lass ich sie nie wieder gehen.
einen Zungenkuss. Auch ihn mit Kleopatra. Zu gehen. Ich fühle mich einsam, wenn ich allein durch die Wüste gehen muss. Ich stell mir vor, oh hey oh, die Sphinx gibt mir einen Zungenkuss. Aber eins fand ich ziemlich schwer. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, geben Sie gern einen Daumen nach oben, teilen Sie das Video und schreiben Sie einen Kommentar. Bleiben Sie neugierig!